Ho, ho, ho. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einem Weihnachtsspecial. Dieses Video ist natürlich nicht für Zuschauer unter 18, wollte ich an der Stelle mal gesagt haben, denn heute kommt ein komplett anderes Video von uns. Das kennt ihr, glaube ich, so noch nicht, denn wir testen Alkohol. Und zwar wird das richtig cool und natürlich wie immer mit meinem Mann Dennis. Einen wunderschönen guten Tag. Wir testen heute Glühwein von Knossi. Und zwar sind wir natürlich Seven vs. Wild Fans und aktuell läuft die neue Staffel. Und wir wollten ja ein extra Weihnachtsspecial drehen. Und ich dachte, bevor ich Fitness-Influencer-Produkte teste und daraus ein Weihnachtsspecial mache, mache ich etwas. Das saufen wir lieber. Genau, das saufen wir lieber. Beziehungsweise machen etwas, wo wahrscheinlich sich jeder mit identifizieren kann. Und okay. Jeder säuft. Nein, ach so. Jeder trinkt doch mal in der Vorweihnachtszeit oder während Weihnachten Glühwein. Natürlich. Und damit es nicht langweilig ist, haben wir nicht nur den normalen Glühwein, sondern auch die neue Sorte Bratapfelpunsch. Und die werden wir jetzt ganz genüsslich testen. Und ja, ich bin in Weihnachtsstimmung. Dennis hat sein Pullover aktuell nicht da. Aber er besitzt auch einen. Ja. Und unser kleiner Sohn hat auch jetzt einen bekommen. Jetzt werde ich erstmal... Welche Sorte denn? Ich fange mal mit dem ganz normalen Glühwein. Klassisch. Erhitzen, nicht kochen. Und dann testen wir mal. Jo. Ich bin dabei. Wir werden dieses Mal auch keine Nährwerte nennen, keinen Preis nennen, weil ich habe das in so einem Black Week Special gekauft und werden euch einfach nur unsere Bewertung abgeben. Ganz entspannt, die Vorweihnachtszeit oder die Weihnachtszeit ist an sich auch dafür da, um auch mal ein bisschen zu entspannen und einen Glühwein sich mal zu gönnen. In dem toll Sinne, gesagt. Tieren. Schmeckt schon ganz geil. Geht runter wie Butter, ne? Der schmeckt tatsächlich wie Wein auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Ist ein richtig klassischer Weihnachtsmarkt-Glühwein, so, ne? Also geht gut runter. Krieg von mir eine 4. Schmeckt gut. Krieg von mir aber 4. Mhm, von mir auch. 4 von 5. Ja. Okay, dann testen wir jetzt auch noch Bratapfelpunsch. Bin gespannt, ich stelle mir einfach so gar nichts drunter vor. Ist das wie Glühwein? Nee, ich glaube eher wie Bratapfel, ne? So, jetzt haben wir hier Bratapfelpunsch. Ist ein bisschen wärmer geworden, als ich jetzt eigentlich wollte. Riecht nach sauren Apfel. Mhm. Ne? Mhm. Okay, cheers. Ja. Cheers. Oh, lecker. Oha. Interessant. Oh, das ist ja richtig lecker. Mhm. Krass. Also von mir 5 von 5. Besser als der Glühwein. Mhm. Weil da hier natürlich diese Schwefel, diese Säure nicht da ist. Das schmeckt, es riecht wie saurer Apfel, ist aber süß. Mhm. Ne? Also richtig gut, 5 von 5. Ist auch nicht irgendwie zu vergleichen mit so einer Apfelschorle, Apfelsaft oder so. Und auch nicht mit Glühwein oder mit Kinderpunsch oder so. Also wenn ihr das nicht kennt, probiert's. Echt mal testen, ja. Also ja, gebe ich auch 5 bekommen. Ist ein Weihnachtsspecial. Ich gebe auch 5 Punkte. Dann wolltest du 4,75 machen. Genau. Dann hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, einen Kommentar und ein Abo und aktiviert die Glocke, damit wir uns nicht verpassen, denn jeden Sonntag um 15 Uhr kommt im Normalfall ein neues Produkttester-Video online. Das hier ist ja ein Weihnachtsspecial, deswegen haben wir jetzt was Besonderes gemacht und was anderes getestet. Schreibt uns aber unbedingt in die Kommentare, was wir denn noch für euch testen sollten. Dann werden wir dem Ganzen nachgehen. Es müssen ja nicht immer Fitnessprodukte sein oder irgendwelche Abnehmmarken. Schreibt einfach, was euch interessiert und wir werden versuchen, das auch umzusetzen und die Produkte auch zu testen. An dieser Stelle wünschen wir euch natürlich und euren Familien frohe Weihnachten, schöne Weihnachtstage. Genießt die Zeit mit euren Liebsten und natürlich geht es auf dem Kanal ein bisschen mehr ums Thema Abnehmen und um Fitnessprodukte und gesunde Rezepte. Aber die Weihnachtszeit ist ja auch dafür da, mal zu genießen. Also achtet nicht zu doll darauf, was wie viele Kalorien hat und irgendwie, also
Seid einfach nicht so streng mit euch selbst, sondern genießt einfach die 3 Tage mit der Familie. Das ist eine richtig schöne Zeit. Folgt mir unbedingt auch auf Instagram bei HaugerBeLives oder uns beiden bei gdn.fitness. Im neuen Jahr kommen da auch neue Projekte auf euch zu. Neue Sachen sind geplant und wir freuen uns schon sehr. Aber jetzt erstmal genießen wir ebenfalls die Weihnachtszeit mit unserer Familie. Und wir sehen uns dann nochmal zum Silvester-Special. Eventuell zu einem Zwischenvideo, aber ansonsten dann in alter Frische im neuen Jahr. Also frohe Weihnachten. Tschüss.